Schauspielen ist schon eine komische Sache. Man nimmt sich eine fiktive Person oder Persönlichkeit und versucht sich so gut wie möglich hineinzuversetzen und diese darzustellen. Dabei gibt es natürlich unterschiedliche Wege, wie man da rangehen kann, von denen ich zwei grundlegend verschiedene in meinem Kurzfilm Der Ideenapparat und seine Radikalisierung der Obrigkeit miterleben durfte. Die beiden Schauspieler fragte ich daher, ob sie für dieses Video hier in einem Interview mal ein wenig mehr zu ihren Vorangehensweisen berichten könnten. Hallo, ich heiße Johanna Kulms und bin auf B7 in so einem, in was bin ich schon zu sehen, was da ist? Cäsar und Schmicks, glaube ich. Schmicks und Cäsar, ja. und ich spiele jetzt neuestens Transki, wie auch immer man ihn aussprechen will, in der Ideenapparat. Und deswegen sind wir gerade hier. Guten Tag, ich bin Shone Zhang, 20 Jahre, werde 21 dieses Jahr, in deinem Film mitgespielt. Neozon Infinite, der Ideenapparat und seine Radikalisierung der Obrigkeit. ja. Enhanced, genau. Und so andere kleine Filme, glaube ich. Es war halt auch mal was anderes als die Sachen, die ich sonst gespielt habe vorher. Jemand, der ganz anders ist als ich und nochmal irgendwie so eine andere Situation als Sachen, die ich sonst gespielt habe. Und deswegen fand ich das dann auch nochmal sehr interessant. Da sind wir schon so ein bisschen beim Punkt. Der Charakter war ja recht anders zu dir. Wie bist du in diesen Charakter dann reingekommen? Hab halt irgendwie überlegt, okay, was für ein Gefühl gibt mir der Charakter? Und hab darauf dann irgendwie dieses Gefühl in mir wachgerufen und halt auch schon beim Lines üben am Tag vorher oder die Tage davor irgendwie so das mit dem im Kopf gemacht und dann kurz bevor wir angefangen haben zu drehen, halt versucht mich da einfach so irgendwie in so ein bestimmtes Mindset und in dieses Gefühl hineinzuversetzen, auch was die Situation irgendwie generell angeht und dann so daraus sprechen zu lassen irgendwie. Ich habe mich in eine Fassung reingebracht, wo ich mir dachte, von wegen so, ja, ich sterbe sowieso. Ich sterbe den nächsten paar Minuten. Ich werde es gerade ein bisschen deprimieren, alle drumherum und ich muss noch diese eine Sache erledigen und dann bin ich auch fertig mit allem, mit der Welt. Und ja. Also weil der Oberst wusste ja Bescheid, dass er halt stirbt. Und so habe ich mich eingestellt, von wegen, ich weiß, dass die eine Person, der ich vertraue, mich weit verraten wird und ich habe keine Wahl. Ich kann das nicht ändern. Es muss so enden. Also ja, deprimierend. So ein bisschen, das stimmt. Hast du also wirklich dich selber in dieser Situation gesehen? Also, dass du halt dir diese Gefühle auferlegt hast an sich? Ja, an sich schon, ja. Ich habe mich halt selber da reingestellt. Genau, ja, weil du mir nicht unbedingt so gesagt hast, was für Charakterzüge er hat oder so, ob er Frau oder Kinder hat. Da habe ich mich halt selber da einfach reingestellt mit der Idee von wegen, dass ich eine Autoritätsperson bin mit sehr viel Macht und sehr viel Verantwortung. Ich glaube, diese Gefühle waren mir schon ein bisschen bekannter. Dementsprechend konnte ich mich auch einfacher da hineinversetzen. Ja, nur das mit Verantwortung all den Chor, das kam ein bisschen einfach zu mir. Also ich habe so ein paar Dinge vorher, glaube ich, auch gemacht, die das dann noch weiter verstärkt haben. Also es wird im Drehbuch immer zwischendurch beschrieben, dass er irgendwie zittert zwischendurch. Und das habe ich dann irgendwie halt auch schon, bevor wir angefangen haben, so gemacht, irgendwie so mit dem Bein zu wackeln oder solche Sachen, um das irgendwie da nochmal, das noch mehr wachzurufen. Also was ich halt versucht habe, ist irgendwie meine Stimme so ein bisschen anders oder eher so einen anderen Ton zu geben, weil ich das irgendwie passend halt fand in der Sache. Darauf habe ich so ein bisschen geachtet. An sich würde ich sagen, irgendwie zwinge ich mir ein bisschen diese Gefühle auf einmal. Klar, ja, ich denke halt an ein paar negative Erinnerungen, aber es ist bei mir mehr einfach, ich versuche diese Position so ein bisschen bestimmte Ideen oder Gedanken halt durch meinen Kopf die ganze Zeit durchzugehen und halt zu glauben, dass sie halt wahr sind. Absolut wahr, dass das halt wirklich das ist. Und je mehr ich daran denke, desto mehr schaffe ich es einfach, dass meine Gefühle, meine Gedanken, mein Verhalten ein bisschen
das halt widerspiegelt. Dass ich das, ja, ich sozusagen erzwinge ich mir diese Gefühle nicht unbedingt durch Erinnerungen, aber mehr einfach mit Empathie, würde ich sagen, indem ich mir vorstelle, wie diese andere Person tickt. So eine Empathie fällt mir auch immer beim Schreiben auf. Man hat immer die Charaktere, auf die man herabsehen möchte oder die man hassen möchte, weil sie so bösartig sind. Aber irgendwie muss man ihnen immer trotzdem Respekt zeigen, weil sie sonst nicht wirklich authentisch wirken. Deswegen muss man sich an sich aktiv dazu bringen, dass man ihnen diesen Respekt erweist als Autor, damit sie wirklich gute Charaktere werden. Und so ist es, denke ich, auch als Schauspieler. Vor allem von solchen Rollen ist das dann wahrscheinlich sehr schwierig. Aber generell kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, sich da rein zu versetzen in dieser Art von Respekt. Daher fragte ich in meiner nächsten Frage an die beiden auch, was so Schwierigkeiten an dem Dreh waren in diesem Kurzfilm. Aber auch, was ihnen leicht gefallen ist. Zu sterben ist schwer. Da haben wir ein bisschen dran gearbeitet. Nämlich, dass ich halt da am Sitzen sterbe. Ich dachte halt so, ja okay, erstmal Rückstoß von der Kugel. Dann halt so, der Rückstoß muss halt so prägnant an der Brust sein oder wo ich halt angeschossen wurde. Dass ich da viel mehr zurückfalle als mit dem ganzen Körper, ja. Und halt das Schwierigste war halt irgendwie mein Gesicht. Was sollte ich machen mit meinem Gesicht? Es ist schon schwer, besonders weil ich halt nicht unbedingt weiß, wie es sich anfühlt zu sterben oder halt angeschossen zu werden. Ich weiß halt so die Theorie oder das, was sich logisch anhört. Aber so im Großen und Ganzen kann ich mich halt nicht so da hineinversetzen, weil es halt wirklich ein großes Ereignis ist, was ich halt noch nie erlebt habe. Was wir ja nachholen können, wenn du willst. Für Schauspielerfahrungen, weißt du, nein. Nein, das war halt schon schwer. Ich mochte sehr viel von dem, was der Oberst halt gesagt hat. Also, das hat sich schon cool angefühlt. So, die Szene da am Fenster, als er halt da stand, da runtergeguckt hat, das schließt und dann dahin geht, das mochte ich. Ich glaube, was mir schwer gefallen ist, ich mag den Take immer noch nicht, den du genommen hast an der Stelle, aber da, wo der Oberst irgendwie sagt, irgendwie, dass mein Berater ein Verräter ist oder so, bei diesem, wo ich danach ihn dann halt erschieße auch. Da fand ich die Reaktion darauf irgendwie schwierig und da mag ich die Reaktion, die ich darauf habe. Also zumindest, ich glaube, in einem späteren Take gefiel es mir, glaube ich, noch besser. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so genau daran, aber an die Stelle erinnere ich mich irgendwie gerade besonders, dass mir das schwer gefallen ist, weil es halt irgendwie diesen überraschenden Moment hatte, wo ich fand, dass ich den nicht so gut rübergebracht habe, weil ich mich halt darauf vorbereitet habe, irgendwie überrascht zu sein und dadurch wirkte es auf mich irgendwie nicht so überrascht. Vor diesem Kurzfilm haben die beiden natürlich in so manchen anderen Sachen mitgespielt. Daher habe ich sie mal gefragt, ob sie das Ganze vergleichen können, ob sie irgendwelche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sehen, die sie mit diesen Rollen verbinden. Schmix aus Cäsar und Schmix und Stü aus Heiner Hein, was noch nicht öffentlich ist, was beides Rollen sind, die mir irgendwie halt generell sehr ähnlich sind. Also ich meine, Schmix sowieso, weil die Rollen basieren halt so halb auf uns und wir haben beide das Drehbuch zusammengeschrieben und das zusammen geplant. Also war es irgendwie sowieso was, wo ich sehr drin war und wo es halt irgendwie auch mir persönlich ziemlich ähnlich war. Und bei Stü war es ja irgendwie, also Stü ist nochmal ein bisschen anders als ich, aber halt irgendwie auch nicht so weit davon entfernt. Und der Charakter ist halt, ja, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so richtig, richtig schauspielern zu müssen, wenn das Sinn ergibt. Also von der Rolle, das war irgendwie nochmal so eine ganz andere Erfahrung. Weil, also es fühlte sich irgendwie sehr intensiv an, weil ich mich halt so diesmal sehr mit dem Charakter auseinandergesetzt habe und mich irgendwie versucht habe, innerlich sehr zu verändern, um das, also für den Moment halt, wenn wir dann gedreht haben, um irgendwie dieser Rolle oder dieser anderen Persönlichkeit gerecht zu werden, sag ich mal. Das war so das erste Mal, wo ich halt so das Gefühl hatte, so richtig Arbeit da reinzustecken, sag ich jetzt mal. Und mich so richtig da rein zu vertiefen, während ich das die Male davor halt irgendwie immer so an- und ausgemacht habe, so ein bisschen so, ich mach jetzt irgendwie, mach so ein bisschen die Szene und dann geht das. Und die hatte ich irgendwie sehr viel mehr so ein Bewusstsein darüber, wie ich das, oder hab versucht, so ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, wie ich das spiele und
was irgendwie wichtig ist. Ich glaube, bei diesem Film war es halt so, ich war ein bisschen prägnanter da drin. Aber auch ab und zu ist es halt, komme ich aus der Rolle raus. Beispielsweise so in Infinite oder so. Da gab es auch einen Moment, wo ich einfach rausgekommen bin, einfach weil es da das Klima oder so, also die Leute da, da hatten wir auch ein bisschen herumgescherzt und all den Co. Es war halt angenehmer. Und es gab halt so einen Moment, wo ich halt so aus der Rolle halt rausgenommen wurde, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber einfach weil es halt passender war. In dem Film war es halt nicht so, ich war da halt schon ein bisschen prägnanter da drin und wenn ich halt rauskomme aus diesen Gefühlen oder in den Charakter, dass ich dann schon ein bisschen halt versuchen muss, wieder da zurückzukommen. Da gibt es halt meistens immer so gewisse Ideen oder halt Ansatzpunkte oder halt Schichtwörter, wo ich mich halt so ein bisschen ranklammer. Also das war so der Anfang davon und dann habe ich versucht, das irgendwie bei allem so reinzubringen, was wir seitdem gemacht haben. Also es gibt ja, wird ja noch, ich weiß nicht, wann der kommt, aber noch ein Schneefilm, den wir ja auch irgendwie zusammen uns überlegt und zusammen gemacht haben. Ich wollte schon sagen, wir haben zusammen das Drehbuch geschrieben, aber es gibt kein Drehbuch, weil nichts... Also das ist halt nochmal von Charaktersachen was anderes als jetzt, die anderen Sachen. Aber den anderen Horrorfilm, kurzfilmmäßigen, den wir gemacht haben, da war es halt auch so, dass ich sehr versucht habe zu überlegen, wie ist der Charakter und was macht den Charakter aus und wie gebe ich mich, dass es halt so wirkt und... wo ich dann auch irgendwie seitdem mehr noch versucht habe, wirklich mehr zu fühlen und wirklich zu tun, was ich spiele und es nicht einfach nur so irgendwie zu machen, sag ich jetzt mal. Bei Neozon war es halt vielmehr wirklich, dass ich mich selber da gespielt habe. Nur in der Situation, wo ich jemanden vielleicht getötet habe oder Leute das vermuten von mir und dass ich diese Anschuldigung bekomme. Infinite nicht so, nein. Da habe ich, da ich auch den Charakter mitgeschrieben habe zum Teil, dass ich da ein bisschen mehr in eine andere Person mich reingesteckt habe. Besonders auch, weil gewisse Situationen all den Core einfach nicht gepasst haben zu dem, wie ich halt reagieren würde halt normal. Zum anderen einfach, dass es da mehr ein Charakter war, den ich halt imitieren wollte, als nur die Gefühle zu imitieren, aber ich dann immer noch gleich bin. Enhanced war, keine Ahnung, was Enhanced war, da habe ich einfach auf John Wick getan oder so. Das ist, keine Ahnung, Enhanced ist, war ein Leidenschaftsprojekt zum Teil. Ich finde, das ist schon einfacher und noch irgendwie spaßiger, wenn ich mich selber spiele mit anderen Gefühlen. Aber ich glaube, es ist besser, wenn ich einen anderen Charakter spiele, weil da gibt es halt so eine gewisse Herausforderung, dass ich halt da etwas anderes reinmachen muss, was halt schwerer ist, weil ich dann vielleicht in ein Klischee reinfalle oder halt nicht wirklich authentisch bin. Ich könnte nicht wirklich sagen, was ich halt lieber habe, aber ich würde dennoch tendieren dazu, dass ich halt ein Charakterspieler, der mir halt ähnlich ist mit anderen Gefühlslagen und Situationen all den Co. Wenn ich dann einen anderen Charakter reinkommen soll, dann würde ich halt, wäre es halt wirklich dann einfach für mich, dann wenn ich wirklich einen kompletten Lebenslauf sozusagen von dieser Person habe, eine Biografie, wo ich halt das alles so ein bisschen mehr verstehen kann. Für mich jedenfalls in jedes kleinste Detail, wie viele Geschwister hatte diese Person, Wie was verhält es zu den Eltern? Wie viele Fußnägel haben die noch? Frust essen die Schokolade? Ganz viele Kleinigkeiten. Ich glaube, dann kommt man auch als Schauspieler viel besser in den Charakter rein. Das ist ein bisschen von der Frage wegkommend, aber ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache bezüglich halt Schauspieler, ist, glaube ich, Empathie. Dass man da halt wirklich mitfühlt, als dass man imitiert. Also es ist noch mal spannender, Charaktere zu spielen, die sehr anders sind und sich damit irgendwie zu überlegen, wie erreiche ich das, dass ich anders wirke und dass ich das so rüberbringe, auch wenn das Sachen sind, die mir selber fremd sind. Das finde ich eigentlich spannender. Es ist aber halt auch sehr viel anstrengender. Also auch nach diesem, ich meine, wir haben das ja alles an einem Tag
gedreht und ich war am Abend vollkommen fertig und war irgendwie so für gar nichts mehr zu gebrauchen, weil es irgendwie sehr, sehr auslaugend war. Mhm. Auch halt die ganze Zeit in dieser, halt in der Rolle zu bleiben und so das Beste zu geben die ganze Zeit, sag ich mal. Dass du zwischen den Takes auch in der Rolle so ein bisschen versucht hast zu bleiben? Ja, schon. Also das schon. Also ich habe, also die Sache ist, die Pausen, die wir zwischen den Takes hatten, waren jetzt halt auch nie so lang, dass es sich so richtig gelohnt hätte, auch sage ich jetzt mal. Und ich habe schon versucht, also ich bin nicht die ganze Zeit 100% drin geblieben. Ich habe aber schon versucht, das so viel wie möglich aufrecht zu erhalten über den Tag hinweg, weil ich schon, es hat schon irgendwie so seine Zeit und auch seine Anstrengung gebraucht hat, da reinzufinden. Und wenn ich das jedes Mal neu hätte, also dann wäre, glaube ich, der Charakter vielleicht doch irgendwie so ein bisschen inkonsistent geworden und deswegen, also ich würde jetzt, sagen wir mal, wenn das jetzt ein Projekt wäre, das ich jetzt über irgendwie mehrere Wochen hinziehen würde, würde ich jetzt nicht wochenlang in dem Charakter bleiben, sondern halt nur dann für den Tag. Aber ich denke, wenn wir dann, also die dann drehen, dann halt für die Zeit, die wir drehen, auch wenn wir so kurze Pausen zwischendurch machen, dann schon, weil es sich irgendwie halt nicht lohnt, es die ganze Zeit rein und raus zu gehen, für mich zumindest. Vielleicht ist das was ich dann auch noch mehr, was es halt mit der Übung auch kommt, dass es leichter geht, sich da rein und raus zu finden. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass man es mehr einfach ein- und ausschalten kann. Zusätzlich brachte der Kurzfilm natürlich so einige witzige Erinnerungen mit sich. Denn es gab mal wieder so das eine oder andere, was schiefgelaufen ist und wo wir irgendwelche Problemlösungen finden mussten. Das Papier, das aus dem Apparat halt rauskommt, das haben wir irgendwie, wir haben keine Maschine oder so benutzt. Wir haben einfach so ein Stück Papier hinter so ein Plastikblock oder sowas. So ein USB-Stick-Stecker. Genau, so ein USB-Stick-Stecker, USB-Stecker hingepackt und dann haben wir Cesar da einfach das Papier nach oben geschoben, während er so aus dem Frame war. Und davon hast du, keine Ahnung, so fünfmal oder sechsmal, ist schon ein bisschen länger hast du versucht, dass es halt so richtig rauskommt. Aber das war schon kreativ, wie manche Sachen wir sehr improvisiert haben. Wenn ich es mir angucke, bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden, weil es sich irgendwie im Moment des Spielens dramatischer und krasser angefühlt hat, als es letztendlich zu schauen. Aber ich bin halt irgendwie stolz darauf, auf das Ergebnis schließlich. Und ich würde es auch gerne nochmal machen. Und auch wenn es manchmal irgendwie sehr anstrengend ist, finde ich, lohnt es sich für mich trotzdem, dann vor allem hinterher irgendwie dann zu sehen, was wir gemacht haben. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Tipp, was du gelernt hast, was dir jetzt einfällt, was du auf den Weg geben würdest, Leuten, die schauspielern wollen? Besonders locker zu lassen. Ich habe ja auch mit anderen zusammengearbeitet, bei Neozon oder dem gleichen. Und es war für mich so ein Punkt, der bei manchen, ich würde nicht sagen wen, aber halt bei manchen etwas unauthentisch. I don't know, ich finde es halt, für mich sieht es halt einfach besser aus, wenn die halt sich ein bisschen von dieser Idee halt loslassen, von wegen, okay, jetzt spiele ich halt irgendwas, imitiere ich halt irgendetwas. Weil dann kommt es halt immer so rüber, von wegen die Textausschnitte und sowas, als ob man halt wirklich halt irgendwas vorliest oder halt ob das, was man halt sagt, nicht wirklich halt wahr ist für einen selbst. Und dass man halt irgendwie einfach sich ein bisschen beruhigt und dann, du sagst keinen Text, du sagst einfach das, du sagst einfach etwas, du sagst keinen Text, den du halt davor gelesen hast und auswendig gelernt hast, du sagst einfach irgendwas. Das war bei Infinite jedenfalls auch so, von wegen so, den Text konnte ich halt meistens gar nicht, so wirklich. Die einzige Zeit, wo ich halt wirklich das so gelernt habe, war bei dieser Doktor-Szene mit dem Apfel und all den Co. Aber meistens habe ich das einfach so gesagt. Ich wusste die Bedeutung, ich wusste halt gewisse Stichwörter, die ich halt sagen musste oder halt die wichtig waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich nicht unbedingt an das Skript komplett gehalten. Es war nicht meine Intention, das eins zu eins zu sagen. Ich habe es einfach gesagt, ja. Ich habe die Bedeutung darin verstanden und habe das halt dann so gesagt. Das meine ich halt mit diesem Authentischen. Ja. Das kann man bestimmt auch sehen bei sehr vielen Amateurfilmen oder dem gleichen, dass da ein gewisser so ein Druck davon, dass man halt auf der Kamera irgendwie
cool oder richtig wirkt oder dass man halt da das, was man halt sagt, so richtig ist, anstatt es so zu sagen, wie du es sagen würdest mit den Emotionen. Cool sein ist sowieso voll unnötig. Bestimmt. Ich habe das Gefühl, das ist halt auch so eine Sache, die jeder irgendwie so ein bisschen anders angeht und wo es kein so allgemeingültiges Ding gibt, was mir halt immer hilft. Ich mag es halt, mich halt irgendwie vorher schon damit auseinanderzusetzen. Also einmal halt sowieso meinen Text dann zu üben, bevor es zum Dreh geht, irgendwie so ein paar Tage vorher mir da schon mal zu überlegen, wie ich vielleicht Sachen darstellen will oder wie der Charakter auf mich wirkt und wie ich den darstellen könnte. Und dann halt so irgendwie schon mal, also das dann schon mal so eine Basis zu haben, mit der ich arbeiten kann, wenn es dann zum Dreh geht. Und da vielleicht auch nochmal Sachen zu verändern, je nachdem, wie halt die Zusammenarbeit mit den anderen auch ist. Aber schon mal irgendwie so eine, mit so einer Grundlage oder so einem Grundwissen, sag ich mal, dahin zu gehen, das finde ich irgendwie immer sehr hilfreich. Ich glaube, das Geheimnis dann zur Schauspielerei ist, Schauspieler und dann finden, was zu dir passt, Sachen ausprobieren. Ich fand auch interessant, zum ersten Mal mit Johanna zusammen zu Schauspielern. Also bei ihr war es authentisch und sowas. Ich mochte, wie sie Schauspieler hat, das kam sehr überzeugend rüber. Aber ich weiß auch, dass bei ihr sie komplett das Gegenteil macht, was ich mache. Dass sie sich in einen anderen Charakter halt reinstippt und so. Und es ist bestimmt interessant zu hören, was sie halt über Schauspiel und so sagt. Es ist, wie schon sagte, faszinierend, dass diese beiden Schauspieler so unterschiedlich an die Sache herangehen, aber trotzdem gemeinsam in diesem Kurzfilm funktionieren. Das ist immer sehr interessant zu sehen als Regisseur. Und ich glaube, dass es eigentlich unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie man da rangehen kann. Man muss halt einfach die Beste für sich selber finden. Man muss auch immer aufpassen, dass man sich nicht zu nahe geht. Es kann natürlich passieren, dass man bei solchen Rollen vor allem, die irgendwie sehr schwierig ausarten, nicht zu sehr in seine Erinnerung, in seine eigene Psyche geht und sich damit irgendwie psychisch verletzt. Dazu kann ich auch mal ein Video verlinken, das das sehr schön behandelt. Ansonsten ist es eigentlich Sache der Schauspieler, ihren Weg zu finden. Und ich als Regisseur schaue einfach gespannt zu und passe mich dem Ganzen an und freue mich auf das, was die Schauspieler zutage bringen. Die Möglichkeiten sind da, die Grenzen grenzenlos. Oh, nee, irgendwie anders. Okay, danke, cutte das raus. Ja, mache ich.